Ja, moin. Da haben wir doch was gefunden. Hey, meine Freunde, was geht? Wir befinden uns gerade auf creefergames.net. Wir sind hier auf CB22 und stehen hier noch am Spawn, beziehungsweise in der Nähe des Spawns. Und wir werden heute mal schauen, was wir so machen können. Ein kackendes Rentier? Nein, ach so, sieht das aus. Ja, ich denke, wir werden heute noch mal ein paar Grundstücke unter die Lupe nehmen. Dadurch, dass jetzt relativ viele online sind, nachher ist auch noch ein Money Drop. Vor allen Dingen, bitteschön, was ist das für ein Plot? Was soll das Ganze? Also irgendwas kommt mir ja etwas komisch vor. Naja. Dann schauen wir uns doch lieber direkt das Plot nebenan an. Ja, doch. Er möchte auch einen Merch haben. Ist ganz nett gemacht, auf jeden Fall. Würde ich jetzt von meiner Seite her ein... Okay, unten ein bisschen Wiese. Geht auch unter die Erde noch. Trotzdem von mir ein... Ja, eine 6,5 von 10, komm. Und hier haben wir so eine Art Fernsehturm oder was? Shifty. Eine Aussicht an Nachbau noch. Also, das klingt interessant. Wenn wir jetzt da ewig rumfliegen, gehen wir hier mal rein. Nachbau. Okay. Okay. Zum Glück können wir fliegen. Und schauen uns das Ganze jetzt mal von oben an. So. Das ist schon nett gemacht, mein Freund. Also, allein die Tatsache, dass es Nachbau ist. Ich würde dir hierfür eine 7,1 für den Aufwand geben. Aber schade, wie gesagt, dass nicht jeder einfach so Moment die Hebel benutzen kann. Knetkopf. Du hast hier ein Verhandlungszimmer, ein Verhandlungshaus. Mehr ist das nicht, oder was? Ach, Bennett ist auch da, der Scammer. Also, wie gesagt, hierfür eine 4,1 von 10. Und wo sind wir denn hier gelandet, meine Freunde? Wo sind wir hier gelandet? Niki Magellan. Niki. Ja. Ja. Wir gehen mal etwas weiter weg. Ich weiß nicht, ob du erst vor kurzem den Merch bekommen hast. Das ist nicht gut bebaut. Okay. Okay. Aha. Okay. Wie gesagt, das Grundstück hier von eben, dieses hier Merch, das kriegt eine 5,2 von 10. Das Scammer-Kunststück. Okay, Redstone ist hier auch noch an. Das Scammer-Kunststück bekommt eine 1 von 10 allerhöchstens. Und wenn du ein Scammer bist, würde ich dir sogar eine 0 von 10 geben. So. Dann suchen wir uns jetzt nochmal einen aus. Sind wir denn hier gelandet? Wow. Moment. Das hier gehört
Ah, okay. Das ist also ein doppeltes Dingen hier. Spendentrichter hier lang. Da ist ein Spendentrichter. Okay, ich habe jetzt leider nichts dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hier? Okay, das gehört ihm auch noch. Ja, moin. Und eine Rakete oben drauf. Das gehört dir auch, oder was? Nee. Sugar, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Das hätte dich jetzt schlechter stehen lassen. Was machst du eigentlich hier? Was soll das? Ich meine, ja, es wirkt imposant, es wirkt aber auch ein bisschen aufgeblasen, ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, was ich davon halten soll, mein Freund. Also, für mich wäre das ja auch eine. Ja, 5. Na, ja, obwohl. Ja doch, eine 5 von 10 maximal. So, wir gehen jetzt gleich nochmal einem Report nach. Ich müsste aber eigentlich jetzt mal Fly anhaben. Das wäre nicht schlecht. Wartet mal, ich muss mal nachgucken, glaube ich. So, war Schwachsinn. Okay. Also entweder wurde das schon gelöscht oder 16. So, dann haben wir noch eins. Vor allen Dingen, so wird das geschrieben, und ich war falsch. Aha. So, da könnten wir doch auf etwas gestoßen sein. Okay, ich darf schon mal nicht drauf. Interessant, interessant, interessant. Im Forum gemeldet worden, dass einige hier eine Zuckerrohrfarm betreiben, die aber in Wirklichkeit eine Crash-Maschine ist. So war das, glaube ich. Oh, okay. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ich muss mir gerade was schreiben. Ja, moin. Da haben wir doch was gefunden. Hat er noch ein zweites? Oh, oh, oh. Okay. Okay. Das zweite Blatt. Dritte hat er nicht. So, dann müssen wir jetzt noch mal schnell. Oh. So, also müssen wir jetzt noch mal so Niklas. Oh. Heute bin ich nicht gut auf irgendwas. Okay, er hat also keinen Plot mehr. Dann war's das jetzt mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr vielleicht auch noch ein bisschen was hinkommt, das bewerten wir noch hier. Sieht ganz nett aus. Komm, wir geben eine. Ist es noch leer? Eine 5,5 von 10. So. Und ja, und wir sind hier auch noch mal zurück in der Aufnahme. Noch mal kurz aus dem Offset, und zwar ist Money TV wieder am Start.
Was hast du denn? Nehme immer auch auf. Grüße. Ja, Manni, mein Freund, herzliche Grüße gehen raus. ja, komm. Ja, ich bin schon hier, Manni. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Sand, Holz, Seelatern, Gold, Dia-Blöcke. Bier. Was nimmst du denn für Dia-Blöcke? Ja, Manni. Du nimmst gerade auf, ich nehme gerade auch auf. Das hat sich halt gerade so ergeben. Dann muss ich mal gucken, dass ich noch mal ein bisschen was schneide. La 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 la. Machen wir Slash Paycraft Manni 300. So. Danke, danke. So. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr gerne mal hier auschecken. Hier unter seinem zweiten Account KraftMoneyTV und auch auf seinem Hauptaccount unter Kraft unter MoneyTV ist er auch da. Ihr könnt doch gerne ihn auf YouTube auschecken. Link packe ich nicht in die Beschreibung, aber ihr findet ihn sicherlich unter MoneyTV. Und ich denke mal, wie gesagt, er hat hier auch schon ordentlich Erz gefarmt, der weiße 1000 Drop Booster. Ja, liebe Freunde, das war's jetzt aber wirklich. Ciao und liebe Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, gerne auch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich. Und wie gesagt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und besucht mich gern auf CB22 und ciao, liebe Freunde.